war Nicole auf der Audi-Pressekonferenz. Christine Detmer, eine ganz, ganz liebe Bekannte von mir aus Hannover, ist jetzt bei Audi seit 7 Jahren. Ja. Und was machst du, Christine? Was machst du bei Audi? Was kannst du uns erzählen? Also ich bin bei Audi im Bereich der Bedienkonzeptentwicklung. Das heißt, wir überlegen uns, wie man das Fahrzeug, den Fahrzeuginnenraum im Speziellen, ganz einfach bedienbar macht. Das heißt, ich und mein Team, wir kümmern uns um die Eingabemethoden. Zum Beispiel kümmern wir uns um das Touchpad oder auch um die Sprachbedienung. Wie einfach kann ich mit dem Fahrzeug reden? Ja, reden, gutes Stichwort. Du hast uns eben gerade das Touchpad gezeigt auf der Pressekonferenz. Wir haben es auch hier. Kannst du noch mal ganz kurz demonstrieren, wie das geht, bitte? Sicher. Also, was jetzt neu ist an diesem Touchpad, ist, dass es ein sogenanntes Multitouch-Touchpad ist. Das heißt, es kann nicht nur mit einem Finger bedient werden, sondern auch mit mehreren. Man kennt diese Bedienung zum Beispiel vom iPhone oder vom iPad, ja. Die Karte, die sich hinein- und hinauszoomen lässt. Und sowas haben wir jetzt auch bei uns als Innovation. Das heißt, ich habe einfach 2 Finger, die bewege ich und schon zoomt die Karte rein oder raus. So, jetzt das genau. Ist, machst du es nochmal, dann kann ich mal auf die Karte zeigen. Du zoomst jetzt rein oder raus. Genau. Ja, das sieht ja erstmal sehr einfach aus. Ja. Wie lange dauert sowas zu entwickeln, umzusetzen, bis das jetzt so steht, wie es hier ist? Das dauert natürlich einige Weile. Es muss ja auch gut funktionieren und wir testen auch jedes Bedienkonzept. Das heißt, wir stellen sowas nicht vor, ohne vorher zu wissen, dass es wirklich eine sinnvolle Innovation ist. Ja, wann war die erste Idee, Touch, auch mit den Handys, vor den Handys schon, die jetzt mit Touch rauskamen? Also wir haben das Touchpad bei uns ja schon etwas länger am Fahrzeug. Wir sind ja vor gut 2 Jahren jetzt mittlerweile schon mit dem Touchpad in den neuen A8 eingestiegen, als erster Automobilhersteller. Und das hat natürlich auch einige Jahre Vorlauf gehabt. Das heißt, ich glaube, die Handys waren nicht wirklich weit vor uns. Mhm, okay. Und was hat man jetzt noch? Man hat aber trotzdem noch ein paar Knöpfe, sehe ich hier. Was genau, kann ich da machen? Genau. Das hier ist jetzt natürlich nur ein Demonstrator. Ja. Das hat jetzt mit der Serie überhaupt nichts zu tun. Mhm. Für uns ist es wichtig, dass wir grundsätzlich die Anzeige und die Bedienung trennen. Und für eine schnelle Bedienung der Hauptfunktion denken wir, dass wir nach wie vor Knöpfe brauchen. Zum Beispiel Tasten, um in die Navigation zu kommen oder ins Telefon. Aber spezielle Funktionen, wie zum Beispiel die Eingabe von Navigationszielen oder das Zoomen bei einer Karte, das kann man ganz fantastisch und viel schneller mit einem sogenannten Touchpad machen. Und warum macht ihr es nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier direkt auf die Karte drauf fassen kann? Mhm, eine perfekte Frage. Also wir haben bei uns bei Audi sehr, sehr viele Studien dazu gemacht. Haben natürlich auch das Konzept Touchscreen mal überprüft. Ja. Das hat sich herausgestellt, dass der Touchscreen zwar im Stand sehr gut ist, aber während der Fahrt einfach nicht zu bedienen ist. Ruckelt, ne? Dann zu sehr noch? Man kommt auch wirklich nicht dran. Ich muss meinen Arm heben. Ich bin einfach nicht mehr im optimalen Greifraum. Ja, ja. Dadurch, dass wir die Bedienung und die Anzeige trennen, wir haben also den optimalen Greifraum und den optimalen Bedienraum, wird es bei Audi eine Fokussierung auf die Touchpads geben. Das heißt, ich sehe in einem optimalen Blickwinkel und ich bediene in einem optimalen Greifraum. Und die blöden Scrollräder fallen weg. Das finde ich schon mal ganz fantastisch, weil das finde ich in jedem Auto, wo die sind, finde ich die relativ furchtbar, um es mal gelinde auszudrücken. Ja, sie haben auch durchaus eine Berechtigung. Also die Scrollräder sind ganz fantastisch, um schnell in einer Liste auf den nächsten Eintrag zu springen. Ja, aber das habe ich doch im Film eben gesehen. Das ging auch eigentlich. Der konnte ja auch so durchscrollen mit dem Touchpad. Richtig, das geht ja auch. Also durch Listen. Genau. Hm? Zum Beispiel schnelles Scrollen, wie man das vom iPhone kennt, ist mit einer schnellen Touch- und Wischgeste einfach und schnell gemacht. Das ist auch ein interessantes Thema. So, ganz kurz noch Voice angesprochen. Hat Vorteile, hat Nachteile. Wie weit ist Audi? Wird es Voice in Kombination mit Touch geben? Ja. Oder wird sich das ausschließen? Oder Nein. Wie ist die Entwicklung? Das schließt sich nicht aus. Das ist eine hervorragende Frage, weil gerade ich und meine Kollegen, wir kümmern uns um eine multimodale Bedienung. Wir sehen die Zukunft wirklich in einer Multimodalität. Das heißt, wer möchte, kann die Sprache nutzen. Die Sprache ist fantastisch, um schnell ein Navigationsziel einzugeben. Wir können heute bei Audi schon komplette Adressen in einem Rutsch sprechen. Ich kann den Ort, die Straße und die Hausnummer in einem Satz sagen, ohne abzusetzen. Das ist schnell. Wer das aber nicht möchte, kann natürlich jederzeit auch das Touchpad benutzen und kann eine schnelle Zeicheneingabe mit dem Finger machen. Das ist ideal, wenn die Kinder im Fond sind zum Beispiel und laut sind. Genau, also, wenn die noch irgendwas singen und dann... Wir sehen die Kombination aus allen Modalitäten. Jedes hat seine Berechtigung und gemeinsam sind sie am stärksten. Und die Gesten? Ich meine,
meine, ich habe mal vorhin bei der Vorführung habe ich so einen kleinen Joke gemacht. Mhm. Was ist denn überhaupt, wenn eine Fliege im Auto ist? Ja? Und die Gestensteuerung ist aktiviert. Kann ich die eigentlich auch deaktivieren? Also vielleicht über Voice Control, dass ich sage Gesture off. Mhm. Und dann ist es quasi ausgestellt. Oder ich kann sagen Gesture on oder Geste an. Mhm. Eine ganz spannende Idee. Muss man sagen, dass es sich hier natürlich noch um Vorentwicklungsprojekte handelt. Ja. Ob ich jetzt die Gestenbedienung mit der Sprache ein- oder ausschalten kann, das ist bei uns gerade zurzeit noch in der Überprüfung. Aber um diese Sorgen, dass ich nur, weil ich eine Fliege wegwählen ja. will, dass ich dann meinen Bildschirm verstelle, kümmern wir uns natürlich auch. Das darf nicht passieren. Mhm. Das ist unser oberstes Gebot, dass nicht irgendetwas ausgelöst wird, was nicht ausgelöst werden soll. Mhm. Gibt es da irgendwie nochmal bei ungewöhnlichen Gesten, wo der Computer vielleicht erkennt, es könnte eine sein, mal so eine Rückfrage, so war das jetzt wirklich eine Geste oder willst du wirklich, man kennt es ja so von Windows oder... Man muss natürlich aufpassen, dass man sich keinen Karl Klammer ins Auto baut. Ja, ganz genau. Also das haben wir definitiv nicht vor. Die Gesten müssen eindeutig sein, der Fahrer muss wissen, was er tun soll, es muss einfach intuitiv funktionieren. Und wir wollen ihn nicht zusätzlich belasten, indem wir ihm 97 verschiedene Anweisungen geben. Das ist ja bei Voice das Problem. Ja? Ich meine, eine Straße ist eindeutig, wenn ich sage Hauptstraße 4 in irgendwie einer Großstadt oder einem kleinen Ort, ist es relativ eindeutig. Mhm. Aber wenn ich jetzt eben was Bestimmtes möchte und ich weiß dass den Befehl nicht, dann müsste ich ja schon wieder wahrscheinlich eher dann aufs Touchpad, dass ich sage, oder ich sage Menü noch vielleicht mal an und der Bildschirm wechselt ins Hauptmenü und ich kann mit dem Touchpad einfach durchscrollen, dass ich wieder dann sage, wo ich hin will. Oder, ja? Genau, jede Modalität Kombination. Hat ihre Berechtigung. Absolut richtig. Die Sprache ist schnell und direkt. Das Touchpad ist extrem komfortabel, zum Beispiel bei der Zeicheneingabe. Also, wir werden sicherlich keine Modalität aus den Augen lassen. Ja, Christine, das hört sich alles super spannend an. Also wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen, aber ich denke mal, wir werden irgendwie in Kontakt, also nicht irgendwie, sondern ganz, ganz sicher in Kontakt bleiben. Vielen lieben Dank für die Infos und bis auf bald. Sehr gerne. Ja, danke.